Nur ganz kurz, 3 Jahre vom großen Reformationsjubiläum. Annette Kurschus hat es schon gesagt, nehmen wir Luther vielleicht auf neue Weise ernst, der die Kirche auch für populäre Lieder geöffnet hat. Und dass die evangelische Kirche Westfalen jetzt die Tatsache auch ernst nimmt, dass ihre Gemeinden, ihre Menschen in den Gemeinden eben sozialisiert sind mit Robbie Williams, mit Rihanna, genauso wie mit Bach und Beethoven. Das hat zur Folge, dass zum ersten Mal in Europa, wir haben es gesagt, ein Bachelorstudiengang populare Kirchenmusik möglich ist. Und der letzte Satz, das ist ein persönliches Statement, ich bin Kind kirchlicher Jugendarbeit, habe aber beruflich eigentlich immer in der Popmusikbranche gearbeitet und ich finde, das, was jetzt passiert, ist ein Hammer. Ich habe überlegt, eigentlich ist das so eine kleine kirchliche Kulturreformation. Das Wort Revolution habe ich nicht zu wagen genannt, aber eigentlich ist es das. Und ich freue mich total, dass ich mit Hartmut und anderen daran mitarbeite.